Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Testet. Heute zu einem neuen Verbrauchsvideo mit dem Opel Grandland X Hybrid. Ihr habt vielleicht da draußen schon das ein oder andere Hybrid-Video gesehen, aber da wurde in den meisten Fällen einfach der Hybrid 4 vorgestellt. Ich habe nur den Hybrid. Hä? Hybrid 4? Hybrid? Wo ist der Unterschied? Klar, es gibt einen Hint, die 4 hat natürlich ein ausschlaggebendes Maß, denn der Hybrid hier hat lediglich einen Elektromotor gegenüber dem Hybrid 4 und ist auch eine Vorderrad angetriebene Variante, während der Hybrid 4 die Allradversion ist. Heißt, wir schauen uns heute den Opel Grandland X Hybrid mit 224 PS Systemleistung genauer an und wollen wissen, wie viel verbraucht er denn tatsächlich im Alltag? Wir fahren den Wagen, gewohnte Strecke, 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn VMAX 140, weil Alltagsfahrzeug, und 50% Überland. Und dann sehen wir am Ende, was wir Benzin und Strom verbraucht haben. Das heißt, das Auto ist jetzt schon vollgetankt mit Benzin und gerade vollgeladen an der Ladesäule. Deswegen, ich stecke den Wagen jetzt ab. Ihr könnt euch den Wagen jetzt einmal im Detail anschauen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Strecke absolviert ist, hier an der Ladesäule zum Nachladen. Also, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken und viel Spaß jetzt mit dem Opel Grandland X Hybrid auf Verbrauchsfahrt. So, wir sind angekommen hier an der Ladesäule und hoppala, jetzt muss ich erstmal wieder das Mikro verstauen. So, jetzt aber.
Angekommen sind wir von der Verbrauchsfahrt und natürlich, der Akku ist jetzt komplett leer. Zumindest 0 Kilometer Reichweite haben wir jetzt. Wir sind 114 Kilometer gefahren mit dem Wagen. Getankt habe ich ihn ja schon gerade. Jetzt braucht er natürlich noch Strom. Strom bekommt er hier von der lokalen Ladesäule. Das ist eine 22 kW Säule. Ziehen kann er sich maximal 7,6 kW. Einphasiges Laden wohlgemerkt. Ja, jetzt kommt erstmal wieder das typische, dieses Kabelwirrwarr, was ich so gar nicht mag, muss ich zugeben. Falls ihr da mal so einen Tipp habt, wie man das besser entwirren kann, natürlich könnte man es besser aufrollen. Ja, das ist wahrscheinlich dann eher meins. Ja. Aber jetzt schauen wir einfach mal, was verbraucht wurde, denn leider sagt mir der Bordcomputer hier persönlich nur, dass wir 3 Liter Benzin wohl verbraucht haben. Den Stromverbrauch selbst gibt er mir nicht an. Den sehe ich immer nur über eine kleine Statistik und wenn ich einmal kurz stoppe, dann startet er die Statistik neu. Finde ich sehr, sehr schade, dass wir das nicht auslesen können, aber wir werden es ja jetzt gleich sehen. Ich gehe jetzt Kaffee trinken, denn der lädt jetzt wahrscheinlich erstmal rund 3 Stunden und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. Jetzt sind wir am Ende angekommen hier mit unserem Grandland X Hybrid bei der Verbrauchsfahrt. Fangen wir erst einmal an mit den Verbrauchswerten. WLTP verspricht Opel 1,5 Liter Benzin auf 100 Kilometer und 16,1 Kilowattstunden Stromverbrauch. Wir haben jetzt genau 3 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometern verbraucht und fast exakt 10 Kilowattstunden. Die genauen Werte seht ihr, das heißt Bordcomputer stimmt tatsächlich überein. Leider ist beim Bordcomputer hier nicht auslesbar, wie viel Kilowattstunden wir verbraucht haben. Das finde ich insgesamt auch ein bisschen schade. Da lässt uns Opel ja so ein bisschen im Trüben fischen, was wir wirklich an Energie verbrauchen. Die Statistik, die aufgezeichnet wird, die wird jedes Mal mit jeder Fahrtunterbrechung neu berechnet. Man sieht zwar dann, wie sich das verändert hat, aber so einen Gesamtschnitt, den kann man halt nirgendwo rauslesen. Das finde ich sehr, sehr schade. Somit muss man sowas dann eben auch an der Ladesäule tatsächlich nachrechnen. Dennoch bleibt festzuhalten, dass der Verbrauch wirklich gering ist. 3 Liter Kraftstoffverbrauch und 10 Kilowattstunden Strom. Das ist ganz ordentlich, auch weil wir hier eben auch noch Autobahn gefahren sind. Ich bin tatsächlich bis diese kompletten 115 Kilometer hatte ich auch immer genügend Strom für langsamere Fahrpassagen. Also von dem her, das hat er besser gemacht als tatsächlich der DS7. Der hat seinen Energiebedarf deutlich schneller aufgebraucht gehabt und musste dann deutlich stärker den Benzinmotor nutzen. Das hat der Grandland X weniger gebraucht. Wenn man jetzt beide miteinander vergleicht, der Grandland X mit nur einem Elektromotor, gleiche Batteriekapazität, ist einfach im Benzinverbrauch sparsamer. Beim Stromverbrauch haben beide identisch viel verbraucht. Das ist das Interessante bei der ganzen Geschichte. Wenn wir jetzt aber nochmal schauen, der Grandland X, so wie er dasteht, liegt er bei rund 52.000 Euro Listenpreis. Der große Vorteil, den der Grandland X hier tatsächlich hat, er nimmt die gesamte BAFA-Förderung mit. Das sind bis zu 7.110 Euro, die man hier mit dem Grandland X Hybrid abgreifen kann derzeit. Und somit liegt er dann bei rund 45.000 Euro, so wie er dasteht. Ich finde, das ist ein ganz gutes Angebot, auch wenn Plug-in-Hybride immer noch sehr, sehr teuer sind. Das muss man ganz klar sagen. Dennoch finde ich, macht der Grandland X eine sehr gute Figur. Bisschen schade auch wieder hier, dass man nicht schneller laden kann, die Batterie. Auch vielleicht an einem CCS-Anschluss würde ich mir wünschen, dann würden wir vielleicht sogar nicht diese Ladeproblematik immer an den Ladesäulen haben, dass Plug-in-Hybride da einfach als schwarze Schafe der Elektromobilität gesehen werden. Und das könnten wir uns dadurch eigentlich ein bisschen sparen. CCS einfach ran und dann ist das Ding ja eigentlich in 40 Minuten wäre der Akku mit seinen 13,8 Kilowattstunden eigentlich quasi voll. Wäre doch mal was. Mercedes beispielsweise schafft es. Schade, warum es nicht die anderen hinkriegen. Schauen wir aber nochmal genau, wie gefällt mir denn der Grandland X insgesamt? Ein ausführliches Review habe ich euch ja schon bereits vorgestellt von der Diesel-Variante. Schaut einfach mal da unten in die Linkbeschreibung, da findet ihr ausführliche Review zum Opel Grandland X. Der wird ja dieses Jahr noch einen Facelift bekommen.
Das heißt also, da wird sich noch was verändern. Vielleicht gibt es sogar noch mal so zusätzliche Sonderrabatte, wenn man jetzt noch den alten Grandland X bestellt. Also fragt mal bei eurem Opel-Händler nach, denn der Opel Grandland X ist ein wirklich richtig gutes Familienauto. Der Kofferraum ist sehr groß, auf der Rücksitzbank passen die Kindersitze wunderbar rein. Es gibt auch genügend Features, damit wir die Kinder gut entertainen können. Wir haben USB-Anschluss, wir haben genügend Kniefreiheit, wir haben Sonnenschutzrollos und eine gute Sonnenschutzverglasung unter anderem für den Transport. Das Fahrwerk ist im Normalfall sehr komfortabel, lediglich so ein bisschen im Stadtbereich, da ist es ein bisschen stößiger jetzt mit dem hohen Gewicht von über 1,8 Tonnen, fährt sich das Auto auch nicht mehr so handlich. Es ist ein bisschen schwerfälliger auf alle Fälle, das merkt man. Dennoch bleibt der Grandland X auf alle Fälle ein sehr, sehr gutes Allround-SUV. Da bleibt kein Wunsch offen. Was würde ich mir aber wünschen? Ganz klar, ich würde mir einen besseren Infotainment-Bildschirm wünschen. Hoffe, der kommt jetzt mit der Modellpflege, denn selbst wenn wir Android Auto oder Apple CarPlay nutzen, ist der Bildschirm doch sehr pixelig. Das sieht man auch bei der Rückfahrkamera, dass da einfach der Bildschirm nicht mehr mitkommt mit der Auflösung. Da würde ich mir wünschen, dass man da vielleicht noch was macht. Assistenzsysteme hat er auch alle mit an Bord, die gut und gängig sind, die funktionieren auch einwandfrei. Also da braucht man nicht nochmal unbedingt nachbessern. Bei der Optik wird man sich sicherlich am aktuell neuen kommenden Opel Mokka orientieren mit der neuen Front. Das finde ich, wird ihm ganz gut stehen. Ja, jetzt hoffe ich mal, ich habe euch gut gestanden für dieses Video. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und liken das Ganze, aber ganz wichtig, mich interessiert jetzt eure Meinung da draußen über den Opel Grandland X Hybrid. Wie gefällt er euch? Was bleiben für Fragen vielleicht sogar offen? Dann schreibt mir die doch unten in die Kommentare. Lasst uns jetzt ein bisschen diskutieren über den Opel Grandland X Hybrid. Ich würde mich freuen und sage jetzt noch Tschüss und Servus, euer Ubi.